Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Union hat offenbar den Ehrgeiz, allen, die die Nase gestrichen voll haben von dieser desolaten Ampel, eindringlich zu demonstrieren, dass es für unser Land tatsächlich noch etwas Schlimmeres geben könnte als einen Kanzler Olaf Scholz. Und das wäre ein Kanzler Friedrich Merz. Schon die Regierung Scholz hat eine rote Linie nach der anderen überschritten. Inzwischen sind wir so weit, dass deutsche Luftwaffenoffiziere in aller Seelenruhe darüber debattieren, wie man mit deutschen Marschflugkörpern russische Ziele zerstören kann. Und nein, der Skandal besteht nicht darin, dass sie sich dabei belauschen lassen. Der Skandal besteht darin, dass es mittlerweile normal scheint, solche Debatten zu führen. Unsere grandiosen Militärexperten von den Grünen belehren uns jetzt seit 2 Jahren, welchen Gamechanger wir als nächstes liefern müssen, damit die Ukraine damit garantiert den Krieg gewinnt. Die FDP gibt der Union und der Opposition damit inzwischen Formulierungshilfe, um einen Waffenantrag gegen den Kanzler durchzusetzen. Und in der CDU schwärmen Leute wie Herr Kiesewetter davon, mit deutschen Raketen Ministerien in Moskau zu zerstören. Also wenn der Papst dann in diesen ganzen Wahnsinn hineinruft, dass Kiew lieber verhandeln sollte, als das Land in den Selbstmord zu treiben, dann wird sogar er als Putin-Troll von Ihnen allen niedergemacht. Also wer diese Debatte verfolgt, der kann sich doch nur noch fragen, haben Sie wirklich alle den Verstand verloren? Die ganze Welt außerhalb der deutschen Politblase weiß, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann, dass in der Ukraine schon lange nicht mehr gesiegt, sondern nur noch gestorben wird, brutal und blutig, jeden Tag. Und dass auch Taurus daran überhaupt nichts ändern würde. Das Einzige, was sich ändern würde, ist, dass Deutschland damit in den Augen Russlands wohl definitiv zur Kriegspartei würde. Und deshalb, ich komme zum Schluss, womit Sie hier fahrlässig spielen, das ist die Sicherheit und im schlimmsten Fall das Leben von Millionen Menschen in Deutschland. Und deshalb kommen Sie endlich zur Besinnung, bevor es zu spät ist.